Die analoge Fotografie hat mich in den letzten Jahren gelehrt, intensiver zu fotografieren. Mir sind die Bilder inzwischen mehr wert. Ja, ich bin Holger Nitschke, ich bin Fotograf und ich möchte zeitlose, stimmungsvolle, experimentelle Fotos erschaffen. Ja. Meine Schwerpunktthemen der Fotografie sind Mode und Porträt. Ich arbeite halt gerne mit Menschen zusammen, meistens sind es Schauspieler oder Modelle. Bei der Auswahl meiner Modelle ist mir ein zeitloses Gesicht oder eine zeitlose Erscheinung besonders wichtig. Aber sie muss ein spannendes Gesicht, ein bisschen unübliches Gesicht haben. Also ich mag es halt klassisch fragil auch. Eine gewisse Zerbrechlichkeit finde ich spannend. Vom Aufbau her sind meine Bilder meistens eher reduziert. Für mich spricht dann das Gesicht oder auch die Kleidung in den meisten Fällen für sich. Und wo wir da sehr auf Vintage-Sachen, Secondhand oder experimentelle Mode von Modedesignern zurückgreifen. Die Stimmung bei meinen Bildern ist oftmals sehr distanziert und schwer in Worte zu fassen, schwer einzuordnen, weil ich eine gewisse Distanz bevorzuge. Ich mag es ganz gern, wenn man nicht weiß, was die Person unbedingt denkt, sondern dass eine Wand zwischen dem Betrachter und dem Modell ist. Ich habe das mal in einem Ratgeber gelesen vor einigen Jahren oder in einem Buch, ich weiß es nicht mehr, die Ausdrucksstärke der Ausdruckslosigkeit, dass ich halt wirklich, dass man dem Betrachter selber was drin sieht oder denkt drin zu sehen im Ausdruck des Modells. Meine Bilder sind ein bisschen experimenteller, ein bisschen düsterer. Vielleicht haben einen düsteren Einschlag, kann man sagen. Wichtig ist, dass es mir nicht zu glatt ist. Ich mag es roh, ungeschliffen. Ich kann beim Shooting sehr gut abschalten. Das ist für mich auch neben dem Ergebnis jetzt für mich persönlich, wenn ich das ganz egoistisch jetzt mal sage, auch immer ganz toll, wenn ich fotografiere, ist es halt so, dass ich wirklich in meiner Welt bin und sonst denke ich über sehr viele Sachen in der Welt nach, viele negative Sachen, die gerade passieren oder passiert sind. Und beim Fotografieren, als auch später in der Dunkelkammer, ist es so, dass ich wirklich dann, da bin ich in meinem Element und mein Kopf ist einfach voll drauf, konzentriert, Fotos zu machen oder mit der Person zu arbeiten. Ich fotografiere am liebsten mit 6x6 Kameras wie Rolleiflex und Hasselblatt. Ich bevorzuge das quadratische Format, weil es alleine auch schon eine Reduzierung ist, wenn ich mich nicht zwischen hoch und quer entscheiden kann, muss. Weil es was ganz Puristisches an sich hat auch. Und allein schon durch die Art der Kamera ist man eher die Zweieugige. Man schaut ja von oben rein und sucht den Blickkontakt häufiger zum Modell oder zur Komposition, als dass man die Kamera wie so ein Backstein zwischen sich und dem Modell halt hat. Ich liebe das Reduzierte an der analogen Fotografie. Ich brauche nicht unbedingt die ganze Technik. Ich kann mit dem Analogen eigentlich die Bilder erstellen, die ich erstellen möchte und die schon vor 100 Jahren ikonische Fotografien hervorgebracht hat. Eine spannende Diskussion, weil was macht ein Bild aus? Und für mich macht inzwischen ein Bild oder ein Ergebnis eines Shootings ist für mich ein Bild auf Papier. In dem Moment, wo ich einen wirklichen Papierabzug, wo ich ein Bild auf Papier selber im Labor erschaffen habe, habe ich halt mehr als nur eine digitale Datei, sondern ich habe etwas in der Hand, was ich fühlen, riechen, allein der Geruch ist von diesen alten Papieren und Chemikalien immer sehr toll. Also ich habe was Ganzes und das gibt mir viel mehr als nur ein digitales
Bild, das ich löschen und beliebig reproduzieren kann, weil in dem Moment habe ich wirklich etwas erschaffen. Wir leben ja auch nicht in der Matrix, sondern wir sind ja wirklich Menschen und wir wollen Dinge anfassen, wir wollen Dinge spüren, wir wollen Dinge erschaffen, wir wollen Dinge verändern. Und wir wollen nicht vor unseren Monitoren sitzen und uns das alles anschauen und mit einem Tastendruck modifizieren. Bei den Papieren, die ich sonst verwende für meine Abzüge, da greife ich sehr gern auf die alten Baryt-Papiere von Aqua und Orvo aus den 70er und 80er Jahren zurück. Den Look, den mir das Material bietet, den finde ich bei modernen Produktionen manchmal nicht. Die analogen Fotos sind für mich wertiger, weil sie eben nicht durch einen Computerchip optimiert wurden. Alles, was passiert, passiert durch mein Zutun oder meine Handhabung oder auch meine Fehler. Also ich liebe es halt, ein Bild wirklich zu erschaffen. Und da gehört der ganze Ablauf dazu, irgendwie vom Entwickeln bis zum Abziehen dann und Trocknen und Schneiden. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Man ist halt langsamer, man geht bewusster ran. Das ist das, was für mich auszeichnet. Ich möchte eigentlich immer noch einen Schritt weiter zurückgehen, mich weiter reduzieren. Ich finde es toll, wie Fotografen es vor 50, 70, 100 Jahren geschafft haben, so zeitlose, stimmungsvolle Fotos zu schaffen. Und das inspiriert mich, diese damals mangelnden technischen Möglichkeiten, was damit erschaffen wurde, was für ikonische Bilder, das inspiriert mich ungemein. Das ist das, was echt ist. Das möchte ich bei meinen Bildern auch. Ich möchte halt echte Fotos. Also natürlich digitale sind auch echt, aber ja, wiederum nicht, weil sie halt quasi ja doch schon, egal wie man sie macht, gleich bearbeitet werden. Das tun sie halt in der Kamera, in der analogen Kamera nicht.